Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Teil LS19 Ravenport. So, gestern haben wir die Wolle verladen und Questplay auf unserem Feld arbeiten lassen. Wir müssen jetzt mal, Meldung kommt auch, den Drescher entleeren. Das machen wir aber fix und dann schauen wir uns mal die Wollpreise an. So. Hopp, hopp, hopp. Anhänger mitnehmen. Und dann machen wir uns auf den Weg zum Drescher. Ja. Also ich empfinde es auf jeden Fall schon mal als viel angenehmer jetzt mit Curseplay, dass er zumindest die Feldarbeiten für uns erledigt. Wir werden zwar wahrscheinlich immer so ein bisschen die Reste einsammeln müssen. Jetzt haben wir natürlich das Problem, wir müssen mit dem Drescher hier rausfahren. Sonst kommen wir da nicht ran ans Abladerohr. So, Helfer entlassen. Fahren wir hier. So daneben. Rohr ausfahren. Und dann läuft das auch schon wieder. Ja, dann kommen wir ja auf jeden Fall jetzt demnächst nochmal wieder zu ordentlich Kohle. Und dann gucken wir mal, was wir damit anstellen. Ja, eigentlich bräuchten wir immer noch ein Feld. Feld ist aber teuer. Ja, wir hatten ja, glaube ich, geguckt. Ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, was das hier kostet. 800.000. 800 kosten in etwa beide gleich viel. Also Feld 4 würde mich schon auf jeden Fall interessieren. Wenn wir jetzt aber die 800.000 zusammensparen wollen, das wird noch einen Moment dauern, würde ich mal behaupten. Müssen wir mal gucken, dass wir irgendwie... Ich habe noch keine wirkliche Idee. Was macht er jetzt? Okay. Na gut, wir werden hier nochmal ein bisschen die Reste aufsammeln müssen, ganz offensichtlich. Curseplay funktioniert noch nicht so hundertprozentig, aber es ist auf jeden Fall schon eine Erleichterung. Und wir hängen jetzt nicht mehr permanent nur auf den Feldern rum. Von daher finde ich es schon nicht schlecht. So, wir schauen mal. Wolle. Ja, das ist aber ein schlechter Kurs. Ein Tausender kriegen wir dafür. Spinnerei. Wir haben auch alle mit. Ja, wir haben alle mit. Wo ist die Spinnerei? Gucken wir mal, ob sich das lohnt. Spinnerei, Spinnerei, Spinnerei. Hier unten. Ei, das ist ein weiter Weg. Da fahren wir am Shop vorbei. Beziehungsweise können wir hier oben eigentlich hier runterfahren. Richtung Viehhändler. Ja, irgendwie finden wir den Weg auf jeden Fall. Ist Strecke, nehmen wir jetzt mal auf uns. So. Ja gut, mit Gewicht hinten dran ist das natürlich eigentlich auch unpraktisch. Bisschen. Aber wir fahren ja jetzt genauso hin und dann schubsen wir, ich weiß nicht, vielleicht müssen wir sie nicht mehr runterschubsen, vielleicht zieht er sie uns ja auch vom Anhänger runter. Ist auf jeden Fall ein guter Ritt und das ist eine normale Karte eigentlich, ne? Also keine Vierfach- oder 16-fach wie die Hauptfach. Die lief ja gestern, die zweite Baufolge von der Hauptfach. Ich nehme es jetzt natürlich auf, bevor die Folgen hier laufen. Von daher hoffe ich mal, dass es euch bis jetzt gefallen hat. Resonanz kann ich erst später sehen. Aber ich bin da doch sehr positiv gestimmt. Irgendwo ging es dann hier gleich links schräg hoch. Auch in Fahrtrichtung, glaube ich, war das. Den Weg nehmen wir dann. Zum Glück sind die Paletten nicht so ultra schwer. Ja, wir haben ja auch, ich glaube, ich habe auch schon von erzählt, von diesen Paletten, die man bei den Hühnern hinstellen kann, wo dann 7000 Liter oder 7100 Liter Eier reinpassen. Also die befüllt sich automatisch, wenn man die in den Träger stellt.
Habe ich schon überlegt, wäre eigentlich auch noch eine recht coole Sache. Bloß Problem ist, wenn wir uns jetzt Hühner kaufen, gut, die brauchen nur ein bisschen Weizen, aber sie brauchen halt auch, glaube ich, eine ganze Ecke, bevor sich das mal rentiert hat. Von daher würde ich jetzt, glaube ich, erstmal keine Hühner kaufen wollen. Weil wir das Geld halt, also sagen wir, bis wir alleine das Geld, was wir investiert haben, bis wir das wieder raus haben, wird schon eine Weile dauern. Da ist es, glaube ich, angebrachter, wir sparen mal auf dem Feld zusammen. Das sind halt 800.000, ist eine Menge Holz. Wir haben ja jetzt gerade ein Achtel davon, wenn man es mal grob gerechnet. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hier gleich lang müssen. Erstmal folgen wir der Straße, glaube ich, noch, oder? Karte. Ja, wir folgen der Straße hier noch locker. Bis irgendwie kurz vorm Viehhändler. Da müssen wir mal gucken, dass wir dann rechts runterkommen. Wobei ich jetzt gerade schon die Vermutung habe, dass wir da gar nicht hinkommen von hier aus. Oh, jetzt macht sich das Gewicht aber auch bemerkbar. Doch, da scheint ein Weg runterzuführen. Nicht direkt, aber ist ein Weg. Okay. Da lernen wir auch nach und nach die Karte ein bisschen kennen. Wir sind jetzt schon über 60 Folgen hier auf der Karte unterwegs und haben noch lange nicht alles abgefahren, was man hier abfahren kann. So gut finde ich, dass hier anscheinend keine Autos vorbeifahren. Das ist mir praktisch. Es sieht auch eher aus wie ein Feldweg, von daher sollte man auch nicht mit Verkehr rechnen. Stopp. Na toll, wir müssten hier mal wenden, weil wir fahren gerade den mega Umweg. Wir könnten den richtigen Feldweg hier vorne reinfahren und kommen dann direkt dahin. Das wäre hier rein anscheinend. Wirklich ein felsiger Sandweg. So, das scheint die Spinnerei hier vor uns zu sein. Oha, oha. Eieiei. So, wir sind da. Mal gut, dass wir alles gut festgezurrt haben. Ich gehe mal von aus, hier ist der Trigger. Ja, und es wird direkt vom Anhänger gezogen. Sehr schön. Also richtig viel kommt nicht bei rum. Was ist jetzt mit dem Rest? Verdammt, nicht aufgepasst. Ich war gerade auf dem Anhänger am gucken und nicht gesehen, dass ich da voll gegenbretter. Ja, was ist jetzt mit den ersten beiden Paletten hier? Was ist da los? Müssen wir so runterschubsen? Dann machen wir es einfach. Ich schieb die jetzt eiskalt runter, weil alle anderen hat er genommen. Die will er irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob die hier auf dem Hänger festbacken. Ja, geht aber. So, jetzt haben wir sie weg. Ja, das waren jetzt knapp 6.000. Das ist echt nicht viel Geld. Das ist, lohnt sich ja bald nicht. Das ist ja ein richtig schlechter Preis. Also, meine Fresse. Der ist jetzt weder schlechter geworden, der wird wahrscheinlich auch nicht besser. Das ist ein Festpreis. Uff. Uff. Ja. Aber der bringt Eier deutlich mehr. War ein Anhänger wieder dran? Haben wir. Ja. Das stimmt mich jetzt ein bisschen unzufrieden, bin ich ganz ehrlich.
Wenn wir jetzt hier lang fahren, kommen wir da vorne auf die Straße. Ich glaube, das ist der gescheitere Weg hier. So. Fahren wir nach Hause. Gehen rechts erstmal die Straße hoch. Weil das jetzt schon ein Umweg ist. Ja, nicht auf die Karte gucken, sondern nach vorne auf die Straße. Ja gut. 6000. Das heißt, in einer Palette sind auch keine 4000 Liter mehr, sondern nur noch 1000. Was auch. Jetzt fahren wir wieder runter. Jetzt fahre ich ja einmal im Kreis. Alter, ich finde das hier teilweise mega verwirrend, die Straßenführung. So, gut, okay, jetzt kommen wir hier am Shop vorbei. Dann kenne ich den Weg auch wieder. Also im LS17 waren auf jeden Fall, war da mehr drin in der Palette. Mehr als 1000 Liter, ich glaube 2000 oder 4000. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ob jedes Packen da drin 1000 waren oder ob jedes Packen 500 waren. Habe ich gar nicht mehr so genau in Erinnerung. Es war auf jeden Fall mehr und hat sich deutlich mehr gelohnt. Also dafür, dass jetzt weniger in der Palette drin ist als vorher, kriegen wir auch nur noch ein Fünftel des Geldes dafür. Also das ist schon ein ganz schön harter Einschnitt. Das dauert ja übertrieben lange, bis wir das Geld mal wieder raus haben für die Schafe. Also wir haben ja richtig investiert. Das ist mega unschön. Da habe ich mir echt, ja, mehr drunter vorgestellt. Das wirft auch so ein bisschen jetzt meine Pläne irgendwie. Ich habe jetzt gedacht, dass wir da, ja, also wenn wir mit 2000, okay, dann wären 12.000 gewesen, die wir jetzt gekriegt hätten. Sind aber schon 6.000 mehr. 12.000 haben oder nicht haben. Hm. Naja. Gut, wir fahren nach Hause, gucken nochmal gleich, was unser Curseplay-Helferlein auf dem Feld veranstaltet. Der müsste ja eigentlich auch durch sein, denke ich mal. Ja. Der Mann vom Teufel spricht, ne? Da kommt die Meldung und er ist fertig. Ja, dann haben wir wenigstens schon mal wieder ein paar Liter Soja, die wir verticken können. Weil auch da müssen wir mal nach dem Preis gucken, weil wenn wir wirklich auf dem Feld sparen, also auf diese 800.000 Euro zusammen sparen wollen, wäre es natürlich sinnvoll, wenn wir warten, bis wir mal richtige Gelder, also bis große Nachfrage ist, bis wir da richtiges Geld für bekommen, ja. Hm. Nicht so schön. Ich meine, andererseits könnten wir jetzt natürlich das wäre ein Schachzug, den müsste ich mir mal durch den Kopf gehen lassen. Ob wir das. Also, ich spreche es erstmal aus, bevor ich weiter überlege. Dass wir Curse Play Missionen machen lassen für uns. Beziehungsweise, oder der bei uns auf dem Felder weiterarbeitet und wir die Missionen machen. Oder halt, wir können ja auch alles machen. Curse Play ist ja nicht begrenzt in irgendwas. Da können wir ja Missionen machen, bis der Arzt kommt. Dann könnt ihr auch die Mod reinnehmen, dass wir wieder mehr Missionen als nur eine annehmen können. Wisst ihr was? Ich lasse den hier erstmal stehen. Den werden wir ja wahrscheinlich hier bald wieder brauchen. So, einmal entlastet hier hinstellen. So, und dann gucken wir. Der ist fertig. Dann machen wir es mal zu. Und sammeln hier nochmal eben die Reste ein. Das werde ich jetzt hier mal ganz nebenbei machen, während ich die Folge beende. Ja. Lief mit der Wolle nicht so geil, wie ich es mir erwünscht hatte. Da müssen wir jetzt mal gucken, dass wir irgendwie noch was anderes finden. Wie gesagt, also die Missionen wären eine Alternative. Muss ich mir durch den Kopf gehen lassen, ob ich das so machen möchte. Ansonsten hoffe ich, dass euch die Folge bis hierhin gefallen hat. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuschauen. Lasst doch gerne ein Däumchen da, wenn euch das Ganze hier gefällt. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, reingehauen.